Hallo und herzlich willkommen zum Blog des MTM 2016. Ich spreche mit Herrn Sagorna, dem Präsidenten der SLM. Guten Tag, Herr Sagorna. Guten Tag. Der MTM 2016 findet unter dem Motto Die Wucht des Wandels in neuen Systemen leben statt. Und da kann man sowohl von Veränderungen im Mediensystem, aber auch gesellschaftlichen, politischen Veränderungen sprechen. Zuletzt haben wir immer wieder gehört, dass das Vertrauen der Menschen in die Medien gesunken sei, auch in Verbindung mit dem Begriff der Lügenpresse. Welchen Beitrag kann die SLM da leisten, das Vertrauen der Menschen in die Medien zu stärken, beziehungsweise auch die Qualität der Medien zu stärken? Wir können dabei helfen, die Vielfalt von Stimmen, vor allem in der lokalen Berichterstattung, zu erhöhen. Das ist schon sehr wichtig. Je mehr Meinungen es gibt, umso weniger vernagelt ist man auch in einer Meinung und ist offen für den Dialog. Und wir können auch die journalistische Qualität und die Medienkompetenz etwas erhöhen. Nicht nur bei den Profis, sondern auch im breiten Sport, sag ich mal, über die SAEKs. Das ist das, was uns zugebote steht, ein bisschen auch zum Beispiel die Förderung der sächsischen Privatsender, die im Lokalen senden. Dort ist es uns in der letzten Zeit gelungen, dass wir mit einem Förderprogramm dort auch die wirtschaftlichen Sorgen ein bisschen auf die Seite bekommen haben. Ich bin gerade auf einer Rundreise, monatelang immer wieder bei den Einzelnen, und das hat also schon gewirkt. Auch die sind ja eine wichtige Stimme vor Ort. Wir haben uns gekümmert um die sächsischen Blogger zum Beispiel, die wir neulich eingeladen haben. Auch das ist immer mehr eine zusätzliche lokale Stimme. Und Medienqualität heißt ja, journalistische Qualität, wenn Journalisten nicht nur ihre eigenen Meinungen sagen. Das ist eigentlich, sollten sie eigentlich gar nicht so oft tun, sondern eher weiter hinten. Sie sollten den Zuschauer mehrere Meinungen zur Disposition geben, damit sie auswählen können. Denn oft ist es ja so, dass Meinungen gar nicht so weit auseinander liegen und dass man sehr genau differenziert sehen muss, was wird möglicherweise meine Meinung und was ist nicht so meine Meinung. Also welche von denen wähle ich? Also dieses Wahlangebot von Meinungen, an dem müssen wir selber auch mithelfen und das tun wir auch. Okay, nun verändern sich ja auch die Medien selbst, also sowohl das Nutzungsverhalten der Menschen auf der einen Seite ändert sich natürlich, aber wenn man dann eben die Medien anschaut, können wir auch von der zunehmenden Digitalisierung, auch Medienkonvergenz sprechen, da gehen auch neue Angebote daraus hervor. Welche Herausforderungen gehen daraus für die SLM mit hervor? Wir arbeiten ständig mit an diesen Dingen. Es wird ja alles am Ende im Internet landen, denke ich. Die Konvergenz hat ja schon längst begonnen. Es wird bewegt Bilder in den Angeboten geben. Gibt es ja schon längst. Und Audio-Broadcasts, Podcasts und andere Dinge. Und wir müssen mit der Regulierung hinterher, zum Beispiel, wir haben gestern eine lange Diskussion geführt, ist Fernsehen noch ein Leitmedium oder ist es das nicht mehr, das lineare Fernsehen? Und wir sind doch eigentlich alle der Überzeugung, auch wenn sich das noch nicht ganz so bemerkbar macht, das ist eine Frage der Altersgruppe, dass es nicht mehr lange Leitmedium sein wird, sondern dass es auf dem Weg weg ist. Wir haben auch andere Dinge, die auf dem Weg sind zu verschwinden. Das sind zum Beispiel, es ist die Qualität in den lokalen Zeitungen. Wenn sie immer weniger Geld einnehmen, weil die Anzeigen ausbleiben und immer weniger Abonnements noch übrig geblieben sind, dann müssen sie Leute entlassen, haben sie nicht mehr den speziellen Mann für die Rentensysteme oder Sozialsysteme oder Versicherungen und einen für den Sport und einen für die Kultur, sondern da muss wieder einer alles machen und dann ist natürlich die Qualität der Berichterstattung auf die Dauer auch nicht so wertig, als wenn man richtige Fachleute hat, die wissen, wie man recherchiert und die sich in den Sachen auskennen. Also es gibt diese Baustellen und es gibt die regulatorischen Baustellen. Wir gehören jetzt nicht unmittelbar zur Politik als Sächsische Landesmedienanstalt, aber wir sind doch ein Teil des Gesamtbetriebes. Wir lassen Sender zu, wir kontrollieren und wir beaufsichtigen in unserem Teil. Also wir gehören schon zur Medienpolitik dazu und die Medienpolitik muss jetzt überlegen, wo wird noch Regulation nötig sein. Sie wird nötig sein, meines Erachtens vor allen Dingen da, wo es um Film, um Movies, um bewegte Bilder geht, weil diese Suggestivkraft entwickeln und die sehr, sehr missbrauchbar sind. Aber die Regulation wird möglicherweise etwas flacher werden, als das bisher gewesen ist, weil sie alleine durch die Vielfalt der Programme im Bereich bundesweite Fernsehangebote zum Beispiel, da haben wir noch eine wunderbare Vielfalt, aber auch da müssen wir aufpassen. Das heißt, es gibt an vielen Fronten
massiven Wandel in der Tatsächlichkeit und in der Technik. Und die Politik muss immer hinterher mit den Regeln dafür, denn ganz ohne Regeln geht es nicht. Und deswegen, also die Wucht des Wandels hat ja schon etwas früher begonnen als 2016, aber sie kommt jetzt deutlich gewaltiger, die Welle. Sie haben auch den Zeitungsmarkt gerade angesprochen. Wie ist denn Ihrer Meinung nach generell der Status quo der Medienlandschaft in Sachsen? Also bei den Zeitungen sieht es ganz schlecht aus. Wir haben teilweise Städte, 30.000, 40.000 Einwohner, die nur noch eine Zeitung haben, eine richtige Zeitung. Ich rede jetzt nicht von den Umsonstzeitungen, die auch sich bemühen, einen redaktionellen Teil darzustellen. Es ist auch durchaus auch eine Stimme, aber eine Qualitätsprozess sieht natürlich etwas anders aus. Also es gibt mehrere Städte in einer doch ordentlichen Größenordnung, zum Beispiel große Kreisstädte, haben nur noch eine Zeitung. Und die ist nur vertreten durch einen Redakteur in einem kleinen Büro, der alles macht. Das kann keine wichtige Stimme sein, also auf Dauer. Und es ist auch eine Monopolsituation. Also man sagt, if there is only one competitor, there is probably no market. Wir brauchen aber einen Markt. Ja? Wir brauchen einen Markt der Stimmen. Also da an dieser Front müssen wir noch viel arbeiten. Wie gesagt, die Blogger werden sich professionalisieren. Das ist auch eine Möglichkeit. Das wollen wir auch fördern, obwohl wir da schon so am Rande unserer Rundfunkzuständigkeit sind. Aber es müssen auch andere dabei helfen. Ich glaube, dass lokale Vielfalt sich als erstes im Internet wieder entwickeln wird, nach einer gewissen Zeit. Wenn die Qualität aus den Zeitungen ganz abgewandert ist, wird sie im Internet irgendwo wieder auftauchen. Und ich hoffe und ich glaube es auch, dass es dann Modelle gibt, wo man auch wieder bereit ist, dafür zu bezahlen, dass man einen guten lokalen Journalismus bekommt. Denn vor 100, 150 Jahren war das ja auch so. Es gab keine Zeitungen und es gab Verleger, die sich hingesetzt haben und eine Zeitung gegründet haben und eine Druckerei bauen lassen haben und davon jahrzehntelang mit ihren Familien dann auch gut gelebt haben. Ich glaube fest daran, dass es eine Nachfrage gibt im Lokalen für guten Journalismus, sogar für mehrere Angebote. Aber wir sind gerade in einer Übergangszeit. Ne? Noch sind wir nicht da und wir sind noch nicht ganz richtig weg. Auf der anderen Seite stehen natürlich immer in Bezug auf die Produzenten auch die Konsumenten und eben auch diejenigen, die Medien dann eben rezipieren. Und in dem Zusammenhang sind ja auch mit den Veränderungen, ist da auch Medienkompetenz zu erwähnen natürlich, Medienkompetenzförderung ganz wichtig, da hat die SLM ja mit den SLK auch ein Praxisprojekt, wo auch eben Medienkompetenz gefördert wird, sowohl bei jungen wie auch älteren Menschen. Wo sehen Sie jetzt mit den zunehmenden Veränderungen oder auch der Digitalisierung die bestimmten Herausforderungen oder die ganz konkreten Herausforderungen, die da jetzt noch mit einhergehen? Was muss noch getan werden in Sachen Medienkompetenzförderung? Also wir als Anstalt sind der Überzeugung, dass wir mit dem Geld, das wir für die Medienkompetenz ausgeben, unter allen Medienanstalten, glaube ich, am effizientesten sind über die SAIKs. Das ist jetzt kein Selbstwort oder Lob oder ein Lob an Sie alle. Aber wir haben doch inzwischen weit über 100.000 Menschen in den Kursen gehabt, seitdem es das gibt. Und das Wissen um das Entstehen von Medien, das Ausprobieren, ausprobiert haben, auch das Wissen um den Alltag eines Journalisten, unter welchen Drücken und Zwängen der steht, das möchte ich persönlich noch ein bisschen mehr auch in den Unterricht oder in die Angebote des SAIK bringen, weil das sehr, sehr wichtig ist. Das ist sehr wichtig, um zu verstehen, wie das alles passiert. Und auch, man verliert dann auch die Furcht davor. Und wenn man etwas kennt, dann hat man keine Angst davor. Dann kann man auch sagen, ich habe das gesehen, ich war dabei, ich kenne den journalistischen Alltag, der ist nicht so, wie ihr behauptet. Das geht ja auch voll in die politische Debatte rein. Es gibt ja Menschen, die behaupten, dass unsere Medien sämtlich ihre Informationen also zwangsweise sozusagen eingeblasen bekommen von der Regierung. Ich bin 12 Jahre lang Regierungssprecher im Freistaat Sachsen gewesen. Und ich weiß, wie es wirklich ist. Man gibt eine Presseerklärung raus am Vorabend oder am Tag
und möchte und versucht es so gut wie möglich zu formulieren und hat auch Botschaften darin natürlich. Und dann sitzt man abends bis zum nächsten Morgen und sagt, naja, was bringen Sie denn davon? Bringen Sie alles? Bringen Sie vielleicht den Teil nur oder den Teil nur? Man könnte so Wetten abschließen, wer richtig gewettet hat, oder verfälschen Sie es an irgendeiner Stelle. Also jedenfalls, eins passiert nicht, dass Sie das eins zu eins so machen, wie die Regierung das will. Das habe ich noch nie gehört. Also und ich kenne mich da wirklich genug aus. Aber trotzdem gibt es Menschen, die das behaupten. Und wenn Sie eine Mediengrundkompetenz haben, dann würden Sie wahrscheinlich nicht so leicht solche Dinge glauben, unter anderem. Herr Sagorne, ich danke Ihnen vielmals für das Interview, für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, und wünsche Ihnen noch viel Spaß auf dem MTM 2016.